Dann auf zum Finale von Dungeons 4. Das letzte Gefecht. Diesmal in echt. Die Falle für Thanos war aufgestellt. Mit Hilfe von Gorgu in Gestalt des Dungeon Lords und durch die Unterstützung der Kreaturen musste nun nur noch dafür gesorgt werden, dass Thanos auch wirklich in die Falle ging. Okay, Fenrir, was ist denn in einer halben Stunde? Auch so eine gute Forschung, ne? Was? Maximale Forschungsstufe, das will ich auf jeden Fall kriegen. Ich meine, das ist 30% mehr Schaden im Ende. Talia, du widerwärtige Kreatur. Ich werde dich und deinen elenden Meister in Stücke reißen. Thanos war mittlerweile auf dem Schlachtfeld angekommen und stürzte sich unverzüglich auf Gorgu, der sich ein weiteres Mal in den Dungeon Lord verwandelt hatte. Ausgezeichnet! Dann ist Thanos ja genau da, wo wir ihn haben wollen. Müssen wir ihn nur noch in das Energiefeld schubsen. Ist ein bisschen. Allerdings frage ich mich, was das da hinten ist. Die Magie der Runensockel der Endlichkeit war tückisch. Sie hatte nicht nur ein, sondern gleich zwei Energiefelder erschaffen. Okay, ich habe schon verstanden. Wir drängen Thanos langsam ins Energiefeld und haben gewonnen? Oder er drängt Gorgu ins Energiefeld und wir haben... ein Problem. Gut erfasst. Ich sehe, nach zwei Serienteilen und zahlreichen DLCs hast du so langsam den Bogen raus. Ja, das wiederholt sich alles. Wir unterstützen Gorgu durch Truppen in seiner Nähe, damit er Thanos zurückdrängt. Und umgekehrt funktioniert es genauso. Vorwärts, Kreaturen! Unterstützt Gorgu in seinem Kampf gegen das sich als gut tarnende Böse. Verkloppt Thanos Unterstützer und schubst Thanos zurück in die Hölle, wo er hingehört. Hoppla! Los, Gorgu! Tu etwas, du doofes Riesenbaby! Verzage nicht, Schwester! Ich bin hier, um Thanos aufzuhalten und das Chaos zu bereinigen, das ich angerichtet habe. Tristan? Du hier? Hab ich dich nicht vorher mal sterben sehen? Schwester, dir dürfte doch mittlerweile aufgefallen sein, dass man sich richtig anstrengen muss, damit die Mitglieder dieser Familie wirklich tot sind. Wie oft alleine du im Verlauf dieser Kampagne gestorben bist. Aber egal. Ich muss mich etwas ausruhen. Dieses ganze Szenario mit dem Kampf von Böse gegen Böse ist doch sehr... belastend. Ihr glaubt, das war schon alles? Das Böse wird niemals triumphieren. Also nicht nochmal! Vorwärts, ihr Getreuen! Zu mir! Ich habe gelauscht und weiß nun, was zu tun ist. Ab mit dieser Abscheulichkeit in das Energiefeld! Na dann. Also können wir uns wahrscheinlich sehr viel Zeit lassen. Los, Kreaturen! Unterstützt Gorgu! Verkloppt Helden! Macht, dass wir gewinnen! Haha! Und so begann die finale Schlacht. Oh. Durch den Erfahrungsstein der Endlichkeit sammelten die Kreaturen des wissbegierigen Bösen noch schneller Erfahrung. Nett. Wie groß bist du? Ich mach mal auch mal auf 10x10, bitte. Hier sind die ganzen, alles klar. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ach hier. Kümmer dich darum. Auch definitiv auch mehr Hühner.
Hätte aber nur einen Eingang, was sehr schön ist gerade. Fällt mir. Ja, noch floriert mein Dungeon. Noch. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ach ja. Mana-Linge hier, Mana-Linge da, Mana-Linge überall. Da. Ich hatte da unten. Ding Dong, es ist Zahltag. Nee, Fendrick, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Mana-Linge sind in eurem Zapf? Dungeon aufgetaucht. 2, 3, 4, 5. Jetzt kann ich meinen auch oben buddeln. Okay. Die Frage, wie nervig können hier die Helden dann werden? Einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Okay, das ist nur Lava. Das ist in Ordnung. Mit das Portal da bitte hin. Ah, hier hin. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon auf. Ihr wagt euch an die Oberfläche, ihr niederträchtigen Schmeißfliegen. Das werdet ihr mir büßen. Meine Männer werden euch ketzerischen Unrat vernichten. Der Minister hier ist. Ach Gott, da sind sie jetzt gespawnt. Ich noch einiges an Böswilligkeit erholen. Oh, welch grandios bösartiges leuchtende und blummernde Lava, bitte sie mal. Weil noch unterirdisch. Nutzen das deine Untertanen eigentlich auch als Spa oder ist das tödlich für die. Es war Schmerzen. Ja. Also nichts Gutes auch für mich. Oder nichts Böses, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte. Oh, oh. Ja, gut. Bitte Türen erforschen. Schwester, können wir vielleicht unnötiges Leid unter den Helden vermeiden? Reicht es nicht, wenn wir uns auf Thanos konzentrieren? Brüderchen, nur wenn wir Thanos fanatische Unterstützer in die Schranken weisen, haben wir die Chance, unseren Stinkstiefel von Monstervater zu besiegen. Und du hast ihn wiederbelebt. Wie sagt mir so, hier dezent geh auf Dämonen, also geh einfach auf Dämonen reingehen. Die sind schon drin. Oh, ja gut. Die Wiederbelebung. Ich weiß jetzt ganz genau, wie groß die mal sein müssen. Oh, 3.
Hi. Thanos ist, ich Ziehvater. Verteidigt den Thronsaal! Nano! Ich brauche eure Unterstützung! Steht mir bei im Kampf gegen diese abscheuliche Monstrosität! Oh Gott, wo sind meine ganzen Einheiten? Slavalinge da unten. Nö. Euer Thronsaal wird angegriffen. Oh. Das ist ungünstig. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, sollte doch erstmal. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Erstmal. Ach so, hier da deswegen, okay. Schon mal wieder gut an, ne? Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Ja, kriegt er gleich. Es kann nur einen geben. Und du, Vater, bist es nicht. Ah. So machst du das also. Ja, ist mir egal. Ich setze ihn so oft ein, wie ich will. Mich interessiert die eine Errungenschaft dafür nicht, den nicht einzusetzen. All das Leid. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Du meinst verhandeln? Diplomatie? Diese Schlacht zehrt an Geist und Körper. Ich muss ruhen und meditieren. Mach das. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde Das sind eine Menge Mana-Linge jetzt. Danke dafür. Das geht doch da lang. Ja, ich brauche aber noch ein Mana-Bad. Ah. Talia war erneut verstorben. Ist die überhaupt jetzt verstorben? Ah. Ah, okay, da oben ist eine böse Stelle. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Stückchen für Stückchen werde ich damit klarkommen schon. Wichtig. Tut mir leid, Talia und Hiski schuld. Nö, die Feinde sind schuld, nicht ich.
Das sollte gut sein, so. Whisky, das Leid verursachende Böse. Leider heute zum letzten Mal. Schön war das Wochenende. Echt schade. Ich denke mal, wenn DLCs rauskommt, ich werde die hundertprozentig spielen. Da muss man jetzt im Allesamt warten. Da haben wir Schwefel. Schwefelgestein interessiert mich jetzt hier nicht. Ding Dong, es ist Zahltag. Das soll doch. Genug Borgbox. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Echt die Kackstelle für einen Edel-Diamantader. Wenn man nur einer dran arbeiten kann. Apropos arbeiten. Ich bräuchte mehr Einheiten. Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum. Erneut war Tristan bereit, Gorgu und Talia zu unterstützen. Ich hab den Raum nicht frei. Hab das frei. Klingel. Ja, das kommt doch gerade gar keiner. Doch, da sind sie. Helden drängten Gorgu langsam, aber sicher in den Abgrund. Noch die Bösartigkeit aufsammeln und tschüss. Ah. Das. Nix da. Mächtiger Zauber wäre natürlich auch nett. Sukubi mit mehr Reichweite ist auch gut. Wäre schön, mal schön, wenn alle auf einer Stelle stehen und dann AOE-Schaden richtig gut reinhauen kann. Oh, Lavalinge kommen wieder von oben, okay. Muss mich um die gleich mal kümmern. Nur noch aktiv, ne? Die Macht dieses Steins der Endlichkeit erhöhte den Erfahrungsgewinn aller Kreaturen. Apropos, bräuchte vielleicht auch die Geräte, dass Mana generiert wird.
Schmetterlinge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Genau da, wo sie gleich attackiert werden, alles klar. Du kannst jetzt nur denken, ja, Dämonen sind vielleicht Feuerresistenz, aber ja, nee. So ist dem nicht. Okay, Lava ist vielleicht nochmal was anderes, aber trotzdem. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ist okay. Ich sollte vielleicht mal die Forschung machen, dass ich, oder? Zahltag. Wenn ich Sache Fallen habe oder mal überhaupt mal Fallen habe. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Hä? Eure Schnodderlinge haben einige Lavalinge aufgeweckt. Oh, cool. Hey, wie habe ich mir das denn jetzt gedacht? Nein. Hau ab. Warte, ich mal da drum. Kann ich das hier hinten mal ausgraben? Oh, das ist eine große Goldquelle. Mal Langeweile ab, könnte das einfach zubuddeln. Wenn ich Glück habe, geht die Helden halt eben hier dran vorbei und wollen dann mit denen kämpfen. So, dann kümmern wir uns doch mal um gutes Vieh. Also, okay, also um das kurze Vieh. Ein Elektroturm. Weil eine schwache Variante, das ist okay. Ja, ihr konntet nicht selber heilen und andere gleichzeitig dazu. Haha. Also, Gott. Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Ich bräuchte das mal bitte und beiden Sachen. Jetzt brauchen wir eine Mana-Bart. Mana. Bart.
Da kann ich ruhig das Geld ausgeben, ich habe ja genug. Ja, natürlich, ab und zu, wenn jetzt auch dann auch Lavalinge kommen, das ist okay. Teilweise. Sind die schon tot? Ja, da noch eine Tür hin. Ja, danke. Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Ah, ist die Antwort nein. Okay. Erst mal kurz und danach in den Dungeon. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Verteidigt den Thronsaal! Ein paar zurückgeschickte sollten helfen, hoffentlich. Ausreichend. Ja, tut mir auch nicht leid mit dir. So, jetzt könnt ihr euch durch normale Stein graben, das ist gut. Geht auch noch eine Tür. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und damit haben wir mehr Kisten. Na, die laufen jetzt da lang und zack, wollen sie damit kämpfen. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Komm her, Talia. Müssen sich beide Kontrahenten nicht irgendwann mal drehen, damit Thanos im Maelstrom der Vernichtung dann. Da haben wir eins. Da haben wir eins. Oh, was machst du denn da? Also ja, du hast irgendwas falsch verstanden gehabt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, so, da. Das hier erkunden. Sehe ich da? Richtig. Ich hab einen Blick. Das ist so ein Raum. Ui. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ah, das ist nicht ganz so ui. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Die kümmern sich darum. Kümmert sich darum und ich habe Ruhe. Drei, vier, fünf, sechs. Da oben, ne? Ich werde auf jeden Fall noch spinnen. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ja, sag ich doch, man hört sie auch durchs Gestein. Dann wollen wir das doch mal vernichten. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht.
Ja, ich habe keine Gurus mehr. Mehr habe ich doch schon so einen riesen... Oh, ja. Riesengroße Farm, wollte ich sagen. Ich hätte ihn nochmal größer. Komm, stirb's gleich. Perfekt. Zahltag. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Komm mit. Nee, ohne Höhle. Aber mit einer Goldader. Fanatische Helden machten sich auf den Weg, um Thanos im Kampf beizustehen. Kurz mal zurück zum Dungeon. Müssen wir kurz helfen. Warte mal, bis der dann sagt, dass sie da sind, bevor ich meine Leute hinschicke. Ich habe jetzt Platz für 975 Gurus. Das sollte jetzt aber hoffentlich auch ausreichen. Weil bei der Effizienz fast das Maximum ist. Ich brauche die Folterkammer. Wollen wir denn... Machen wir mal das Schwefelgestein. Okay, komm her. Was machst du jetzt? Mach mal bumm. Das ist ja nichts. Dieses Sterben. Diese Tragödien. Die Helden erreichten Thanos. Gemeinsam schlugen sie Gorgu langsam, aber sicher zurück. 6x6, 8x8, 7x10. Nächster. Das ist zu verhindern. Ein dämonisches Portal wird angegriffen. Tschüss. Ja, dann zack. Oh, das sind Meinerlinge, die da durch wollen, aber nicht können. Zwei mehr von euch. Dem hohe Reichweite, ja. Als Gegner an Brand, ja, das ist auch gut. Ziele und alle umstehenden Gegner Anfälle verfeuern, das ist seitdem auch echt gut. Und das seitdem das bezürzen. Das ist seitdem super. Auch hier noch eine Geldkammer. Schatzkammer. Ja, Schatzkammer, Geldkammer.
Machen die aber gut für mich, ne? Drei, vier, fünf, sechs. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Oh. Ach so. Ob ich grabe gerade. Drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zahltag. Drei, vier, fünf, sechs. Nein, nicht da. Hä? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut sein. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ja, das ist ein bisschen was an Spinne. Hui, Spinne. Lass mal kurz auf. Bin ich, dass ihr sterbt. Ich denke auch nicht, dass da noch irgendwas weiteres ist. Der Erfahrungsgewinn aller Kreaturen wurde durch den Stein der Endlichkeit deutlich erhöht. Oh, das ist doch schön. Gefällt. So, den Träger dorthin. Träger dahin. Dahin. Dorthin. Auch wenn ich schlau. Warte mal. Ist doch schlauer, wenn ich sage. Ja. Finde ich schlauer so. Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Sollen sie es doch versuchen. Oh, wir haben gerade eine Hühner. Dämonisches Portal wird angegriffen. Ja, sollte nicht zerstört werden, danke. Und zack, habe ich kein Hühnchen mehr. Ah, Gott. Muss mich definitiv darum kümmern, mehr Bösartigkeit zu kriegen. Ich muss das auf die höchste Stufe kriegen. Ja. Sonst komme ich mit den Hühnern nicht hinterher. Oh, das hätte schon extrem viele sind, ne? Es
dieses Chaos? Diese Zerstörung? Es lastet schwer auf mir. Talia, werden wir uns je davon erholen? Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Ja, bitteschön. Haltet etwas aus, ja, ist okay. Oh, eine Windmühle zerstören. Klar, warum nicht? So. Ich bin noch immer angeschlagen und muss mich ausruhen. Ich kehre bald wieder zurück. Ja. Euer Portal wird angegriffen. So. Ui. Das sind auf jeden Fall einige. Sagst du Tütchen wieder weg? So, Fenrir, viel Spaß. Danke, dass du da warst. Grüß die Leute oder so. Das war einfach. Schwester, ist es wirklich nötig, die Lager dieser armen, verwirrten Seelen zu zerstören? Ja. Du hast Thanos wiederbelebt. Um ihn zu besiegen, müssen wir Stütze ausschalten. Anders geht es nicht. Außerdem habe ich kein Problem mit Mord und Totschlag. Ja, das stimmt allerdings. Ah, du hattest mal Probleme damit, ne? So, le Folterkämmerchen. Da rein einfach. Das. Eine Menge. Jedes Mal. Was ist gut XP? Ne, alle wieder. Ne, sind noch nicht auf Maximum. 7 ist Maximum. Nicht 6. Dieses Chaos, diese Zerstörung, es lastet schwer auf mir. Talia, werden wir uns je davon erholen, von diesen psychischen Wunden? Entschuldige, ich kann dich so schlecht hören, da drüben ist gerade etwas in die Luft geflogen. Ich meine natürlich, sehr traurig, das Ganze. Ja, aber es ist der einzige Weg, um das alles zu beenden. Und jetzt mach los, mach etwas kaputt! Wenn ich das hier erforsche, der Obert besiegt der Helden, wer nach 10 Sekunden in Friedhof teleportiert. Das sind dann nur Leichen, ne? Leider.
Feinde sind im Dungeon. Das ist gut. Schön. Das definitiv die Schnodderlinge noch eine Stufe höher bringen. Du nicht. Fanatische Helden machten sich auf den Weg, um Thanos im Kampf beizustehen. Danke fürs Miauen. Helden drängten Gorgu langsam aber sicher in den Abgrund. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Wo passt mir das am besten? Der Thronsaal wird angegriffen. Die Helden erreichten Thanos. Gemeinsam schlugen sie Gorgu langsam, aber sicher zurück. Ich will nicht, dass es verändern weiß. Dauert jetzt zwar ein bisschen, bis das Eis gebaut wird, aber wie gesagt, es ist es wert. Ja, stimmt. Können sich jetzt darum kümmern, jetzt ein paar Helden zu foltern. Irgendwie ist das nicht richtig. Warum ist das bündig? Naja, was soll's. Eigentlich die Folter kommen jetzt mehr, Bösartigkeit, ne? Oder was, wie war das? Ist der eigentlich ganz genau gut? Wie predigt das Bedürfnis? Ah, einfach nur. Bedürfnis, okay. Schade. Drei, vier, fünf, sechs.
Okay. Drei, vier, fünf, sechs. Da ist irgendwo ein Spinnennest. Ich hab's gehört. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 4, 5, 6. Ah, so einer. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, ist okay. Kümmert euch mal drum. Zwar absolut nichts mit denen zu tun, aber macht trotzdem. Da habe ich jetzt kein Geld mehr. Jetzt gehen aber die Gurus endlich mal hoch. Schöner Lavaschaden. Schön, dass sie auch so stehen bleiben wollen. Kreaturen holen sich ihren Sold. Nö. Dann das Vieh auch noch, bitte. Ernsthaft, was ist mit meinem Gold los? Was ist mit meinem Schneiderling los? Effizienz erhöhen, damit schneller Gold reinkommt. Habe ich noch irgendwo einen Kristall? Edelstein? Nö, nicht, dass ich jetzt sehen würde. 3, 4. Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Oh. So, maximale Stufe für die, sehr schön. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. So, das war 5x5, 8, 11, 14. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. So geht nicht. So machen wir 14. Kann ich genug reinsetzen? Und dort oben Spinnraum. Ja, das ist in Ordnung. Helden drängten Gorgu langsam, aber sicher in den Abgrund. Nee. Kann ich wahr. Lüge. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt.
Fast tot. Ich mache mal den Raum einfach größer. Auch mal einen Raum, wo ich richtig viel Geld scheffeln kann. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Guck, ich spinne hier angreifen. Ach nee, es ist kack. Oh, ich dachte, das Ganze wäre ein Spinnenbau. Bitte irgendwo eins fehlen. Nee, das ist einfach nur dämlich gebaut worden. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. So, kurz raus. Können wir gleich mal hier oben einfach um mehr Tod und Verderben. Ding Dong, es ist Zahltag. Halle der Entspannung sollte vielleicht auch effektiver sein. Ja, weniger Mana-Verbrauch. Oh, der Raum ist noch gar nicht fertig. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Muss diese Zerstörung sein? Ja. Gibt es keinen anderen Weg, um diesen Konflikt zu lösen? Du hast deine Seite gewählt, Sohn. Nun ernte, was du gesät hast. Das ist das wahre Böse, das nur Zerstörung und Vernichtung kennt. Ich wiederum will mit reinigendem Feuer den Platz für etwas Neues erschaffen. Ja, wo ist mein Wand? Ihr habt einige Lavalinge entdeckt. Okay. Hab ich das nun mal. Ist aber schön, dass ihr für mich das Ding mit angreift. Eure Schlodderlinge haben einige Lavalinge aufgeweckt. Geht mit der Hohepriesterin. Das Leid. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Du meinst verhandeln? Diplomatie? Dialog? Nein, niemals! Ah. Interessanter Weg. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Thank you.
Das fehlt mir noch ein bisschen Bösartigkeit, dann kann ich die auch auf Stufe 10 allesamt haben. Meine Schnodderlinge. Fanatische Helden machten sich auf den Weg, um Thanos im Kampf beizustehen. Schade, ich darf mir da. Doch, ich darf mir da rufen. Vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Kümmerst dich darum? Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Das sieht aus, als wäre hier oben halt eben einfach Berge. Die Helden erreichten Thanos. Gemeinsam schlugen sie Gorgu langsam, aber sicher zurück. Ich weiß das zu verhindern, dann nehme ich mir da Hilfe. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Als gäbe es nicht schon auf der Oberwelt genug zu tun, hatten sich im Untergrund auch noch ein paar Zwerge eingenistet, die der Existenz des Dungeons eher kritisch gegenüberstanden. Noch ein Problem? Okay, das kriegen wir hin. Vorwärts, Fallen ausheben, Türen bauen und Zwerge vermöbeln. Oh, danke, dass er für mich mitbaut. Hallo. Meine meisten Einheiten sind einfach nicht mitbekommen. Meisterkanonier, alles klar. Das Ding doch irgendwie. Danke. Haut die Hände ab. Macht weiter hier, bitte, danke. Achso, das sind nur die Spinnen.
Ich glaube an euch, dass ihr das schafft. Ganz fest. Das Bärte abrasierende Böse hatte die Zwerge im Untergrund vernichtet. Deren Zugang zur Oberwelt stand ihm und seinen Kreaturen von nun an zur Verfügung. Aber auch den Gegnern, ne? Oberfläche, zack, Bedürfnis erfüllt. Ah, hier sind wir. Ah, ja, brennt ein bisschen hier. So, und jetzt brauche ich noch jede Menge Bösartigkeit, dann kann ich mal so ein... Ja, oh, ich habe das Ding noch gar nicht gebaut. Den Raum. Und 140, okay. Dann muss weg. Zahlt. Kreaturen holen sich ihren Sold. Sehr schmerzhaft hier. Sehr schmerzhaft. Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Mehr Wiederbelebung, bitte. Versterben sie mir zu oft. Oh, ein bisschen Bösartigkeit. Helden drängten Gorgu langsam aber sicher in den Abgrund. Wird angegriffen. Denke ich euch. Schön, dass sie mal zu ihrem Zuhause zurück wollen. Dämonisches Portal. Auf in den Kampf! Halten wir das Übel auf, das ich erschaffen habe! Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Mach er schon. Diese Schlacht zehrt an Geist und Körper. Ich muss ruhen und meditieren. Ah, mach das. Gönn dir. Macht dieses Steins der Endlichkeit erhöhte den Erfahrungsgewinn aller Kreaturen. Okay, komm.
Das ist knapp. Oh oh. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Das erbärmliche Böse hatte es versäumt. Wollt doch grad. Hier bin ich jetzt. Ach, das ist die Stelle, ja. Zahltag. Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Wir haben es geschafft. Ich meine, ey, die haben es geschafft. Oh, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Was passiert, wenn ich... Was versuchen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich sag doch, jetzt kommen sie von oben. Die schönen ganzen Fallen. Ich bin... Erikus. Helden drängten Gorgu langsam, aber sicher in den Abgrund. Nein, machen sie nicht. Baut, sehr schön. Eine Tür. Warum hat er eine Kiste drin ist? Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Na, sollen sie doch. So schaut Bim auch nicht, oder? Ja, Gott. Wollte ich auch noch haben. Klappt das? Komm da nicht raus. Perfekt.
Oh Gott. Es werden ein paar Restklicker. 200, um genau zu sein. Es werden mehr als 200. Ich würde Restklick gedrückt halten, würde da gehen. Ich das mal haben. Zack. Eure Goldader ist fast erschöpft. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Wollen sie machen. Schaltet die mal hier allesamt aus. Dankeschön. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Dann hat er auch noch oben hier noch gar nicht erkundet. Ich hoffe, wir verschwinden. Lass mich raten, das ist Diamantader. Was denn auch sonst? Das den Dungeon umgrabende Böse hatte ein Artefakt entdeckt. Dämonische Zauber kosten 10% weniger Mana. Ja, danke. Ein Artefakt war eingelagert worden und gab nun seine Kräfte preis. Sonst müsste ich hier alles erkundet haben. Lavalinge. Die habe ich jetzt auch erkundet. Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Heute könnt ihr auch erstmal liegen lassen. Graben ist wichtiger. Malinge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja. Sag ich doch, Diamantader. Ja, es wird noch Bösartigkeit. Sie müsste es irgendwie eine Möglichkeit geben, noch mehr Bösartigkeit Eure irgendwie zu kriegen. Schnodderlinge haben einen Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Nein, aus. Mein Portal.
Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Was macht man denn mit Diamantada? Ui. Da unten. Na, schade, die Artefakte da, die sind nicht so toll. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Mit irgendwie mehr erhofft. Dieses hier 100 Bösartigkeit alle 30 Sekunden, das würde, hätte mir so viel helfen. Helden stehlen euer Gold! Ah, ja. Zahltag. Nicht ganz so wild. Kommt der Bautrupp her? Stimmt, es gibt auch gar keinen Bautrupp. Warum kommen gerade meine, die anderen, die stärkeren Viecher nicht mehr? Speicher gleich und lad nochmal neu. Ich habe das Gefühl, dass du erschreckend viel Freude daran empfindest, die Lager dieser armen Leute zu vernichten. Naja, wenn man etwas tun muss, kann man doch auch Spaß dabei haben, oder? Ist ja nicht meine Schuld, dass Thanos jetzt wieder durchs Land marodiert. Du verstehst, wie ich die subtilen Schuldgefühle einbringe. Nur ganz subtil. Ja, den Rand haben wir komplett entlang. Die sind mir hier vollkommen egal. Ich habe sie eingesperrt. Jetzt haben sie es richtig gemacht, okay. Das war der. Achso, das war. Ich war etwas verwirrt, wofür der Raum war. Bis. Gewesen sein sollte. Da! Ja gut. In der Richtung geht's natürlich auch. Klar. So, ja gut. Keine Gegner, die raus. Ah, jetzt kommen die Gegner raus. Das sind einige Magier. Warum greifen die von hinten nach vorne an? Ich bin mittendrin. Einfach nur so als sagen, dass das am effektivsten wäre. Ah, ja, bitte nur ich. Was weiß ich schon, was effektiv ist? Es sind Feinde in eurem Dungeon.
So schrecklich nervig. Aber wenn die schon hier oben so nerven, werde ich den dann auch an dem dann wunderschönes basteln. Fanatische Helden machten sich auf den Weg, um Thanos im Kampf beizustehen. Und dann können sie da lang durchgehen, ja. Zahltag. Da sind die ganz Gurus verfüttert worden. Nein. Kommt freundlich an. Aber apropos freundlich anklopfen, kurz speichern, speichern. Hauptmenü. Weil da, wieder das seitdem jetzt gerade so keinen Trigger mehr kommen, weil triggert mich selber. Es nervt. Vielleicht hat's das jetzt gelöst. Oder vielleicht. Gorgu brauchte gegen Thanos und seine Getreuen dringend Unterstützung. Damit sie wieder extra langsam laufen können, wenn sie da reingehen. So. Ja, noch nicht ganz so. 1, 2, 3, 4, 7. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ui. Das sind einige. Ah, das ist mir zu weit auf der Seite. Komm mal rüber. Das sind alle Stufe 11. Sehr schön. Jetzt einfach mal, dass die Trigger jetzt richtig funktionieren. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit erhöhte den Erfahrungsgewinn aller Kreaturen. Oh, hi. Und war ja auch ein. War das im dritten Teil oder war das im zweiten? Nee, das war im dritten Teil, das war mit Talia und. Mit wem, gegen wen war das? War das ja auch so ein Duell? Wo man langsam die Gegner zurückdrängen musste? Oder war das mit irgendwas anderem? Ich weiß es nicht mehr. Ach, die eine Bösartigkeit.
Hallo. Die dann her. Wer hört mein Name hier stärker als deiner? Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Wieso das? Muss diese Zerstörung sein? Ja. Gibt es keinen anderen Weg, um diesen Konflikt zu lösen? Du hast deine Seite gewählt, Sohn. Du ernt, was du gesät hast. Das ist das wahre Böse, das nur Zerstörung und Vernichtung kennt. Ich wiederum will mit reinigendem Feuer den Platz für etwas Neues erschaffen. Warum sind noch ein paar Gegner? Mit denen. Mit den Helden. Und zack, sind wir Stufe 12. Es ist Zahltag. Schön. Dann Zahl. Genau. Ach, da, da kommen Gegner, okay. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich habe schon einige Fallen, das ist immerhin gut. Sollen sie pieren? Aber ich mochte die Fallen aus dem dritten Teil einfach viel mehr. Viel mehr. Was ist da? Da machen sie ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht unnötiges Leid unter den Helden vermeiden? Reicht es nicht, wenn wir uns auf Thanos konzentrieren? Richtig. Nur wenn wir Thanos fanatische Unterstützer in die Schranken weisen, haben wir die Chance, unseren Stinkstiefel von Monstervater zu besiegen. Und Helden waren auf dem Weg, um Thanos in seinem Duell zu unterstützen. Ich werde das mal ein bisschen triggern, dass er bis ungefähr hier so ist. Einfach mal gucken, was dann passiert. Dann vielleicht irgendwas mehr auf der Map los ist. Sonst ist die Bösartigkeit echt schlecht zu kriegen. Weil wenn ich sämtliche Forschung erforschen soll. Krieg ich mit dem ein bisschen nicht hin. Warum bist du eigentlich immer noch Stufe 4? Ist es wegen dem Zauber hier? Der macht dich besser, oder? Dass du ein höheres Level bist. Dies muss enden. Ich rufe die heiligen Krieger. Ah. Hört das Flehen eines der Euren. Unterstützt mich und den gerechten Feldzug des Lichts gegen diese Ungläubigen. Erstaunlicherweise schien es irgendwo da draußen eine Macht zu geben, die Thanos zur Seite stand. Denn plötzlich öffneten sich zahlreiche Portale, aus denen mystische Helden vergangener Tage strömten. Toll! Jetzt auch noch plötzliche göttliche Portale, die Helden ausspucken. Was kommt als nächstes? Dinosaurier mit Laserkanonen? Du solltest vorsichtig sein, so etwas auszusprechen. Diese Entwickler schrecken vor nichts zurück, wenn sie betrunken sind. Und vermutlich sind die immer betrunken, wenn man sich das Griff so ansieht. Ah, schön. Mhm.
Das ist schlecht da oben. Vorwärts, ihr Getreuen des Lichts! Die Portale stehen offen! Immer noch diese blöde Portalnummer? Als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, etwa eine finale Schlacht zu gewinnen! Je verzweifelter Thanos wurde, desto mehr weitere Optionen schienen sich ihm zu bieten. Die Portale würden ein Weiterkommen massiv erschweren. Naja, irgendwie ja nicht so ganz. Ah, ist alles sehr leicht. Naja, gerade mit der Armee, klar. Oh, hallo Patrouille. Mach's gut, Patrouille. Weiter. Es ist Zahl. Ah, da sind die Hühnchen wieder weg. Die Portale sind offen. Vorwärts, Verbündete des Lichts. Wir dürfen die Schlacht nicht verlieren. Tja, und ob. Dieses Spiel dauert schon viel zu lange. Zeit für dein Ende, Thanos. Schon wieder. Schon wieder Thanos Ende. Das Leid. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Hallo? Nein, niemals! Ha, ha, ha! Muss da noch ein paar Helden wegkriegen. Das sind, oh Gott, ja, Dreierkanonentürme. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, schön. Hoho. Ich würde doch sagen. Thanos wurde immer weiter zurückgedrängt. Sein Ende stand kurz bevor. Mach das einfach zum riesigen Kerker. Und durch den Kerker kriege ich ja auch Bösartigkeit. War jetzt nicht so viel, aber es ist besser als gar nichts, ne? Warte mal. Jetzt hier einfach ein Portal hin. Zack. Und die geht da rein. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja, schön. Ja. Aber den Kerker. Einige Helden versuchten, zu Thanos durchzubrechen, um ihn zu unterstützen. Ja. Ich hinterfrag's jetzt aber nicht.
Ach, jetzt. Problem ist, es gibt jetzt noch keine Pie-Dropper. Ah, ich habe ja noch so viel mehr Türen hier. Oh, sind die Priester tot? Oh. Die Helden erreichten Thanos. Gemeinsam schlugen sie Gorgu langsam, aber sicher zurück. Da kommen einige angestürmt. Ja, es ist scheiße, dass die Viecher nicht mal respawnen. Macht es natürlich jetzt, ja, unvorteilhaft für mich. Dass ich die Bösartigkeit nicht kriege. Zahltag. Kameraden, Getreue, ich brauche einmal mehr eure Hilfe. Steht mir bei, um dem Licht zum Sieg zu verhelfen. Ah. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit verbesserte die Effizienz aller Räume. 50%, ui, ja. Das sind nicht so viele, die hier zu Hilfe gerufen wurden. Sind. Versuch mal was. Auch wenn ich weiß, dass es nicht klappt. Was war das da? Komm nämlich nur als Tote zurück. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon. Das bringt mir halt eben so viel nicht. Egal. Habe eh keine Untoten, von daher passt das so. Feinde haben den Dungeon betreten. Okay, jetzt halt zählt er wirklich jetzt da drin. Es ist nicht viel Bösartigkeit, aber es ist etwas Bösartigkeit. Und das zählt. Oh, und das hier dauert ewig. Ich hätte das gerne schon gehabt. Oh. Das hier darf ich nicht aufsammeln. Sehr doof. Eure
Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Vielleicht nicht mehr. Komm mal her. Enden wir es jetzt einfach. Ich eigentlich nicht, ne? Schon gerne erst die Forschung gehabt. Also die, das Berg da. Hol ich es mir einfach offscreen irgendwann mal. Weil das ist mir jetzt einfach zu viel warten. Zu lange. Viel zu lange. Ach, na dann. Also, jetzt kommt noch irgendein Plot-Twist. Jetzt kommt Mission 21. Stückchen für Stückchen für Rückchen. Bye bye. Nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht besiegt werden. Also, nicht noch einmal. Mit diesen famosen Worten verabschiedete sich Thanos ein für alle Mal. Okay. Ja, alle Heldengebäude. Ja, das interessiert mich nicht. Unnatürliche, mit unserem Budget nicht darstellbare Mächte waberten umher. Die Luft flirrte vor Energie und ein Geruch von geschmolzenem Eisen und verbrannter Pizza. Moment, meine Pizza! Bin gleich wieder da! So, tut mir leid. Ich hoffe, das hat das Finale jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt. Wo waren wir? Mächte wabern, Luft flirrt, ekliger Geschmack. Ach, hier! Mit vereinten Kräften konnten Dungeon Lord Gorgu, Talia und Tristan den mutierten Thanos zurückdrängen. Weiter, immer weiter in die Richtung der Runensockel der Endlichkeit. Der mutierte Thanos kämpfte um jeden Zentimeter, den er an Boden verlor. Als er mit dem Rücken letztlich an den Runensockeln der Endlichkeit stand, stammelte er mit letzter Kraft. Das Böse soll gegen das Gute triumphieren. Erneut! Das ist Wahnsinn! Das ist Dungeon! Schrie ihm Talia entgegen und schickte ihn mit einem spektakulären Tritt ins Nichts. Als sich der magische Nebel verzogen hatte, war Thanos nicht mehr. Einerseits war Talia traurig, hatte sie sich doch daran gewöhnt, Köpfe von Gegnern auf einen Speer zu stecken. Aber dennoch war Talias Freude so groß, dass sie sogar mit einem ekligen Schnodderling tanzte und ihn umherwirbelte. War dies das Ende? Wohl kaum. Denn es gab noch einige lose Enden. Was wurde aus Tristan, der nach Thanos' Niederlage verschwunden schien? Würde er eine weitere Armee des Guten aufstellen? Was plante Brünnhild, die Zwergenkönigin? Hatte sie eine Weltuntergangsmaschine erschaffen? Oder gar seltenes Mythril im Untergrund gefunden, das die seltsame Krankheit der Elfen heilen konnte. Vielleicht sollte sie das mit ihrem guten Freund Hulbrund besprechen. Und war der Rat der Schnodderlinge wirklich nur eine billige Anspielung auf einen Rat von Lichtschwertschwingern? Oder steckte hinter diesen trügerischen Gesellen mehr?
Hatten sie dem absoluten Bösen aus Treue oder Herzensgüte geholfen? Doch all diese Fragen waren für einen anderen Tag oder Serienteil bestimmt. Ja, nun war es an der Zeit zu feiern, Ende. Na, es ist zu Ende. Aber das hat man schon mal. Das hat man schon mal. Ah, es ist vorbei. Es gibt kein 21. Hm. Ich hab's natürlich nicht bekommen, ne? Ja. Hm. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch nichts Dramatisches. Ja. Oh. Und, wieso darf ich das? Egal. So. Ich will mir was. Ich will mir das mal angucken, den Editor. Mal alles, es ist schon heftig. Es gibt ein sonst nichts Tool. Links hin? Ach du Scheiße, ja, viel Spaß. Aim Control. Ja, gut, ne? Na, ihr. Gut, aber das mal so zu sehen. Okay, wollte ich nicht machen, aber ist in Ordnung. bin ich fair. Ach, Schande. Schade, Schnade. Schokolade. Ja, dann. Ja, war's das mit Dungeons 4 erstmal.